Diese Stadt glänzt sogar in Hollywood. Laupheim in Oberschwaben. Idyllisch und aufregend. Berühmte Menschen, traumhaft schöne Ausblicke. Tradition und Moderne treffen aufeinander. Laupheim, eine bemerkenswerte Stadt. Nicht nur, dass der Hollywood-Pionier Karl Laemmle hier geboren wurde, es gibt sogar einen Himmelskörper, der nach Laupheim benannt ist. Das und vieles, vieles mehr in unserer heutigen Expedition in die Heimat. Laupheim und seine Sterne. Wir besuchen Laupheim mit seinem eindrucksvollen Museum. Begeben uns im Roten Ochsen auf Spurensuche nach dem Hollywood-Pionier Karl Laemmle und tauchen ein in die faszinierende Geschichte der Villa Roth. Erste Station aber, die unendlichen Weiten des Weltraums. Sternwarte und Planetarium Laupheim. Privat betrieben und weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Eine Pilgerstätte für Sternegucker. Hier finden seit vielen Jahren internationale Astronomiekongresse statt. Laupheim und die Sterne. Eine ganz besondere Beziehung. Welche Stadt kann schon von sich behaupten, in den unendlichen Weiten des Weltalls vertreten zu sein? Sie haben ganz richtig gehört. Ein Himmelsgestirn ist tatsächlich nach der oberschwäbischen Stadt benannt. Was hat es damit auf sich? Laupheim gibt es zweimal. Einmal die Ortschaft Laupheim und einmal ein Asteroid im Weltall draußen, so ein 23 Kilometer großer Brocken. Und wie kam es dazu? Caroline Shoemaker, die Entdeckerin dieses Asteroiden, die war bei uns auf Besuch 1998 und als sie 1999 mal wieder einen entdeckte, hat sie einfach gesagt, Laupheim ist so gut, ihr bekommt dafür den Namen 7167 Laupheim, super, den Asteroiden. Im Planetarium gibt es 2 bis 3 Shows im Jahr. Die Weltraumfans machen alles selbst. Demnächst wird es eine ganz besondere Aufführung geben. Sie handelt von diesem Laupheimer Sterngucker, Rolf Stöckler, im Hauptberuf Lehrer. Er wurde mit anderen von der NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eingeladen zu einem Besuch auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Dort durfte er in einem Jumbo mitfliegen, umgebaut zur fliegenden Sternwarte. In eurer neuen Planetarium-Show, da spielst du ja quasi die Hauptrolle. Sie erzählt nämlich von deinem ganz persönlichen Abenteuer bei der NASA. Was war das für ein einzigartiges Projekt? Ja, wir hatten wirklich die unglaubliche Chance, nach Amerika zu fliegen, nach Palmdale, zur NASA, wo ein ganz besonderer Flieger steht mit dem romantischen Namen Sophia. Eine umgebaute Boeing 747. Normalerweise hat es da Sitze drin. Bei Sophia hat es technische Konsolen drin und ein Teleskop, mit dem man in die Stratosphäre fliegt, um ja, zu beobachten, wie junge Sterne entstehen, wie so Sterne wie unsere Sonne entstanden sind. Ja, unfassbar. Und was war eure Aufgabe da oben? Unsere Aufgabe war, ganz viele Videos und Fotos zu machen, um eine Planetariumsshow zu produzieren, die wir dann auch weltweit zur Verfügung stellen wollen. Also da ganz viele tolle Impressionen mitzubringen. Aber fotografieren und filmen bei der NASA, da ist doch alles total geheim und top secret, oder? Wie war das für euch? Ja, es ist im Prinzip ein Militärstützpunkt, auf dem wir sind. Und wir kommen da mit mehreren 360-Grad-Kameras daher. Da kann man sich schon vorstellen, das gibt Probleme. Da muss man schon manchmal erklären, was man da eigentlich gerade vorhat. Aber wir haben alle Aufnahmen bekommen, die wir gebraucht haben. Das ist schon irre. Aha. Auf jeden Fall, ja. Also ein ganz, ganz besonderes Erlebnis für uns auch. Die Sophia ist so der heilige Gral, kann man vielleicht auch sagen. Da will man als Amateurastronom auf jeden Fall einmal mitfliegen im Leben. Das war schon sowas wie dein Traum, oder? Auf jeden Fall. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl, ja. Ein Traum auch, die Erfolgsgeschichte des Pistenbully. Er feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Ein Produkt der Firma Casebohrer. Einer von mehreren Hidden Champions in Laupheim. Firmen, die ihre Produkte weltweit exportieren. Das
ist das gute Stück? Das ist der große 600er, genau. Das unser Premium-Modell. Powerpaket. Sie gehen nach drüben. Okay. So, herzlich willkommen im Pistenstudio. Echt beeindruckend. Ja, wie im Wohnzimmer, oder? Diese Erfolgsgeschichte, die ging so in den 60er Jahren los, ne? Genau, 1967. Karl Käsborer verbrachte seinen Urlaub auf der Seiser Alm und hatte die anderen Wettbewerbsfahrzeuge sich näher angeschaut und war der Meinung, das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen. Und daraus ist dann tatsächlich 1969 der erste Prototyp entstanden. Und seit 50 Jahren sind wir erfolgreich am Markt unterwegs. Und es ist ja nicht nur ein mächtiges, leistungsstarkes Gerät hier, so ein Pistenbully. Es ist auch Kultobjekt. Ne? Es hat richtige Fans. Es hat richtige Fans. Ich sag mal, der Name Pistenbully ist ja eher ein Gattungsname mittlerweile geworden. Wir haben Fans weltweit. Wir haben einen eigenen Fanshop. Auf der Webseite können Sie bei uns Artikel bestellen. Das fängt an vom Babystrampler über Bettwäsche, über Jacken, über Mützen. Wir haben alles im Angebot, ja, und haben da immer jedes Jahr deutliche Steigerungen. Es wird immer mehr. Ja. Aber schon irre, dass so ein Spitzenprodukt, das quasi in der ganzen Welt unterwegs ist, hier in Oberschwaben gebaut wird, das ja eigentlich relativ flach ist. Oh gut, wir haben unsere Wurzeln hier. Ja, wir kommen aus Ulm und vor gut 17 Jahren sind wir dann umgezogen hier nach Laupheim. Haben uns auch ständig hier weiterentwickelt. Natürlich auch die Mitarbeiter, das ganze Know-how ist hier. Es gibt gar keinen Grund, das zu verlagern. In dieser riesigen Produktionshalle wird der Pistenbully hergestellt. Unterteilt ist der Produktionsablauf in verschiedene Montagestationen. In einer werden die Fahrgestelle gebaut, in einer anderen die Fahrerhäuser. Dann wird alles zusammengebracht. Und wir erleben jetzt die Hochzeit. Das heißt, das Fahrerhaus wird hier auf das Fahrgestell aufgesetzt. Das ist sowas wie ein heiliger Moment, oder? So wie ein heiliger Moment, genau. Und das passiert hier im Werk ungefähr 700 Mal im Jahr. Und jetzt hat sie ja gesagt. Ich gehe davon aus, ja. Ein Nein wäre ganz schlecht. Also, die Hochzeit haben wir jetzt hinter uns. Was passiert jetzt? Jetzt sind wir in der sogenannten Inbetriebnahme. Hier werden verschiedene Schmierstoffe dem Fahrzeug zugeführt, weil nach der Inbetriebnahme hier geht das Fahrzeug bereits in einen der beiden Prüfstände. Und in den Prüfständen wird das Fahrzeug dann zwischen 3 und 4 Stunden auf Herz und Nieren getestet. Und dann geht's ab zum Kunden? Dann geht's vorher noch mal schnell in die Endkontrolle. Aha. Da wird noch mal geprüft, ob alles passt. Und dann geht's wirklich in den Schnee, ja. Was ist das jetzt hier überhaupt? Das ist dieses Utility-Fahrzeug, also ein Kettennutzfahrzeug außerhalb des Schnees. Wird sehr stark in Nordamerika eingesetzt. Windenergie, Energieversorger, Katastrophenschutz. Und das darf ich jetzt fahren? Das dürfen Sie jetzt fahren. Also, das linke Pedal drücken, das Lenkrad nach unten ziehen. So, ist gut. Ja, und wieder Fuß wegnehmen. Dann drehen wir den Schlüssel um, den hier. Rechts. Welche Richtung? Rechts rum. Genau. Dann die Starttaste drücken. Ja, einfach drauf drücken. Aber Sie stehen hier noch nicht. Das macht nichts. Okay. Bisschen länger. Sehr gut. Viel Vergnügen. Ach ja, das werde ich haben. Tür zu? Ja. Also. Nochmal. Start ist gedrückt. Jetzt die Handbremse lösen. Gas geben. Nochmal da genau, drauf. Genau. Da drauf drücken. Nach vorne. Den Schalter noch nach vorne drücken, den am Lenker. Und jetzt schön geradeaus, ein bisschen Gas geben. Immer geradeaus. Sehr gut machen Sie das. Ist nicht sonderlich schnell, aber effektiv. Nee. Die Laupheimer Firma setzt inzwischen auch auf neue umweltschonende Technologien und ist damit für die Zukunft bestens gerüstet. Weiter geht die Reise durch Laupheim und wir begeben uns in die Vergangenheit. Auf die Spuren des berühmtesten Sohnes der Stadt, Karl Lemmle. Lemmle gehört zu den Gründervätern Hollywoods.
der oberschwäbische Jude, verließ 1884 als Jugendlicher seine Heimat, um im fernen Amerika Karriere zu machen. Der Kinopionier ist auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood verewigt. Lemmle hat die ersten Kinostars produziert, ein erfolgreicher Geschäftsmann und zugleich Menschenfreund. Durch sein Engagement konnten viele Juden vor den Nazis gerettet werden. Immer wieder besuchte der legendäre Hollywood-Produzent seine alte Heimat und dort am liebsten den Roten Ochsen. Natürlich lasse ich es mir nicht entgehen, Karl Lemmles Lieblingswirtshaus zu besuchen. Auch heute noch eine gute Adresse. Betrieben von Sandra und Magnus Wilfert. Ich sitze ja hier auf dem Lieblingsplatz von Karl Lemmle. Ist er noch präsent in Laupheim? Unbedingt. Also seit der Produzentenpreis, der Karl Lemmle Produzentenpreis vor 3 Jahren ins Leben gerufen worden ist, ist er. Und auch die Jubilarsfeier, die wir vor ein paar Jahren gehabt haben, Karl Lemmle, also ist er schon sehr, sehr präsent, vor allen Dingen bei uns im Hause. Ist es auch so, dass manchmal Gäste herkommen und nach Karl Lemmle fragen? Ja, also jetzt speziell nicht fragen, aber er wird schon immer berühmter in unserer Region. Also früher hat man ihn gar nicht erkannt oder erwähnt. Und inzwischen, wenn man dann mal sagt, so Gründer von Hollywood oder Universal Studios, dann werden schon manche Gäste ehrfürchtig und sagen sich, oh, oh. Und wenn man dann ein bisschen prahlt damit und sagt, das war unser Karl Lemmle, dann werden sie sagen so, oh, Berlin, New York, Laupheim so ungefähr. Dann geht das wird das ganz sympathisch hier zwischen uns. Und dann sitzen Sie besonders gern wahrscheinlich an diesem Platz, wo einst Karl Lemmle saß. Das ist wahrscheinlich so ein Karl-Lemmle-Gedenkplatz hier, oder? Könnte man eine Tafel hinstellen. Ja? Also das könnte man so ausrufen, ja. Gibt es denn auch so ein paar Anekdoten, die man sich erzählt über ihn? Ja, also immer, wenn er von Amerika hier rübergekommen ist und die Heimat besucht hat, hat er vom Schiff aus schon telegrafiert, er möchte wieder hier sitzen im Erker und möchte auch seine Lieblingsspeise, den Sauerbraten, haben. Sie beide sind ja gar nicht original Laupheimer, sondern Sie, Frau Wilfert, kommen aus Hessen und Sie aus? Nordfriesland. Nordfriesland, das ist schon eine Ecke weg, ne? Ja. Aber haben Sie sich denn jetzt so eingelebt? Ich meine, Sie sind seit über 20 Jahren jetzt hier, aber... Ja, mein Mann hat gesagt, Sandra, ich bleibe nicht länger als 5 Jahre hier. Und das war vor 23 Jahren. Also in der Zwischenzeit sind unsere 2 Töchter hier geboren und wir haben uns eigentlich super integriert, also in diese Kleinstadt. Also von daher, ich glaube, uns ist nicht wieder wegzudenken, oder? Nee, wird schwer jetzt. Ort zu finden, der schöner ist oder angenehmer ist als hier. Karl Lemmle war viele Jahre lang in seiner Heimatstadt in Vergessenheit geraten. Heute ist er überall präsent. Sein Geburtshaus steht noch immer. Eine Tafel erinnert an ihn. Ein Gymnasium trägt seinen Namen. Es gibt einen Lemmle-Brunnen und sogar eine Lemmle-Praline. Oder besser, das Lemmle-Busserl. Da ist es, das Karl Lemmle Busserl. Sagen Sie, wie kommt Karl Lemmle zu einer Praline? Mein Urgroßvater hat mit meinem Opa zusammen gewusst, der Karl Lemmle kommt nach Laupheim. Die haben auch gewusst, er mag gern süß, er mag gern Marzipan, er mag gern Whisky. Und dann haben sie angefangen, eine Praline zu kreieren, damit er sich auch wieder positiv an das Haus Moosmeyer erinnern. Was haben Sie sonst noch so für Kreationen? Oder sagen Sie, ich mache nur Klassiker, dabei bleibt's? Also ich habe jetzt zum Beispiel da eine Praline. Das ist der sogenannte Frankenstein. Der kommt auch in die Karl-Lemmle-Busserl mit rein. Und das ist ein Bärlauch-Ingwer-Marzipan. Ach du dickes Ei. Wenn Sie möchten, darf ich das gern probieren. Sie meinen, ob ich zu den mutigen Kunden gehöre? Kann man testen. Also es ist sehr ungewöhnlich, die Kombi, vor allem Bärlauch. Also da zuckert der erste erstmal zusammen.
Also ich war jetzt auch ein bisschen skeptisch, aber das schmeckt mir ja gar nicht so raus, nur ganz leicht irgendwie so hinten. Genau. So, bevor ich Ihnen jetzt hier alle Pralinen wegfuttere, sollen wir mal welche machen? Liebend gern. Die Zutaten Mandeln, Walnüsse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchkuvertüre und Moosmeyers Speziallikör. Wolfacher Walnuss. Egal wo, oder? Nein, nur hier. Da drauf. Ach so, Wolfacher. Einfach. Warum mache ich so kompliziert? So. Aber eigentlich wollten Sie ja gar nicht den Betrieb hier übernehmen, beziehungsweise diese kleine Manufaktur von Ihrem Urgroßvater und Großvater, ne? Also mein Vater ist sehr früh gestorben. Und wenn man immer sofort nach der Schule mit 14 heimkommt und erst mal wieder arbeitet bis um 7:30, 8:00 und dann frühestens um 9 mit der Hausaufgabe anfängt, dann denkt man sich irgendwann, muss das sein? Was? Nee, ich habe Lust. Und dann habe ich mir großartig überlegt, ich war jetzt Bankkauffrau. Und naja, dann bin ich noch aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen. Und da ist dann der Entschluss gereift, ich mache mein eigenes Geschäft. Ist gut so. Ich mache doch in Pralinen. Genau. Und die kriegen was ganz Besonderes, nämlich 24-karätiges Blattgold. Gut. Das macht Ihnen ja offensichtlich Spaß. Unbedingt. Dann machen Sie mal schön weiter. Sieh, das ist tatsächlich nicht so einfach. Gell? So, jetzt aber. Jetzt probiere ich eine. Welche nehme ich? Die. Mit Gold. Auch das gibt's seit kurzem in Laubheim. Eine Lämmle-Statue. Bei mir bist du schön. Sie soll daran erinnern, was dieser nur 1,57 Meter kleine Mann aus Laubheim alles erschaffen hat. Ohne ihn gäbe es kein Hollywood, keine Universal Studios. Bei mir bist du Teil von Geld. Viel schöne Mädel haben schön gewonnen neben mir. Natürlich hat er auch einen Oscar gekriegt für das Antikriegsmeisterwerk Im Westen nichts Neues. Keine Frage, in Schloss Groß-Laubheim, im Museum zur Geschichte von Christen und Juden, ist Lämmle eine Sonderausstellung gewidmet. Karl Lämmle ist ja auch heute noch in Laubheim sowas wie ein echter Promi. Aber er ist ja nicht der einzige berühmte Jude aus Laubheim. Nee, es war eine sehr große jüdische Gemeinde aus Laubheim, die größte im 19. Jahrhundert in ganz Württemberg. Und da sind noch ganz andere bedeutende Persönlichkeiten hervorgekommen, wie der Kilian von Steiner, der hier auf dem Schloss auch gelebt hat. Die Familie Steiner hat das Schloss gekauft. Die Hertha Nathoff-Einstein war eine berühmte Ärztin. Die Gretel Bergmann war eine super Sportlerin, Hochspringerin im 20. Jahrhundert. Und die durfte in den Berliner Spielen 1936 nicht mitmachen. Oder eben der Friedrich Adler, der Jugendstilkünstler, der 1942 in Auschwitz ermordet wurde. Das Museum erzählt von tragischen Schicksalen, aber auch vom ungewöhnlich harmonischen Zusammenleben von Christen und Juden für lange Zeit hier in Laubheim. 1724 kamen vier jüdische Familien nach Laubheim und haben den Ortsherrn gefragt, dürfen wir hier leben. Er hat sie angesiedelt und hat dann 1730 einen ersten Schutzvertrag ausgestellt für 20 Familien und der wurde dann in den Jahrzehnten immer erweitert. Und im 19. Jahrhundert haben die Juden dann weitgehend weite Rechte bekommen wie die Christen. Und dadurch ist dann eine neue Dynamik hineingekommen in diese Koexistenz. Und für Laubheim war das eine Erfolgsgeschichte. Kaum ein Ort dieser Größe wurde so positiv geprägt von seiner jüdischen Minderheit wie Laubheim. Das Geburtshaus von Friedrich Adler ist heute ein Restaurant. Sehr eindrucksvoll der jüdische Friedhof. Er erinnert daran, wie groß die jüdische Gemeinde hier einst war. Frau
Früher gab es so ein reiches jüdisches Leben hier in Laupheim. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eigentlich dieser jüdische Friedhof, ne? Ja, der jüdische Friedhof war nach dem Ende der jüdischen Gemeinde die erste Anlaufstelle für die Nachkommen und ist mit 1000 Grabsteinen komplett erhalten über die Jahrhunderte, weil er im Nationalsozialismus nicht zerstört wurde. Heute gibt es keine jüdische Gemeinde mehr hier. Es gibt keine jüdische Gemeinde mehr. Es gibt wieder in Ulm eine jüdische Gemeinde mit etwa 450 Mitgliedern. Aber es gibt ein reges kulturelles Engagement für die Erinnerung an die Laupheimer jüdische Gemeinde. Kommen denn auch immer wieder Juden hierher, um Vorfahren beispielsweise zu besuchen? Regelmäßig aus der ganzen Welt, aus Israel, aus Nordamerika, zum Teil sogar Südamerika, England. Die kommen immer wieder und natürlich ist dann auch der jüdische Friedhof die Hauptquelle für das Engagement. Mhm. Ein Traum aus der Zeit des Barock. Die Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul, die auf dem Kirchberg thront. Ursprünge der Kirche gehen ins Frühmittelalter zurück. Im 17. Jahrhundert wurde sie dann neu aufgebaut. Heute ist St. Peter und Paul das strahlende Wahrzeichen Laupheims. Traumhaft schöne Kulisse. Kein Wunder, dass Laupheim bei Hochzeitspaaren sehr begehrt ist. Der Standesbeamte der Stadt hat mächtig was zu tun. Rainer Ganser erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Heiratsboom. Er ist ein Standesbeamter der besonderen Art. Hemdsärmlich und mit allen gleich auf Du und Du. Also Laupheim ist ein echter Hotspot zum Heiraten. Wie viele Hochzeiten habt ihr hier? Du Annette, wir haben im Jahr im Schnitt 200 Hochzeiten. Letztes Jahr waren es 245, das war natürlich ein absolutes Traumjahr, aber bei 200 pendelt es sich ein. Wie lange machst du das schon? Du, ich bin seit 91 in Laupheim Standesbeamter. Toller Beruf? Sehr toller Beruf. Mir macht es richtig Spaß, morgens aufzustehen, heute zum Beispiel 8 Paare zu trauen, heute Abend um 18 Uhr nach Hause zu gehen und sagen, jawohl. Du hast 8 Frauen und 8 Männer glücklich gemacht. Woher kommen die Leute? Ah, die Leute kommen aus dem Raum Laupheim, Umgebung 20, 30 Kilometer. Aber es gibt auch Leute, die München, Dortmund schon, die mal als Besuch da waren und gesagt haben, das schöne Ambiente, schaut euch das Zimmer an, schaut euch den Rosengarten an. Das genieße ich ganz einfach, das nehme ich mit und an meinem Tag gehört Laupheim dazu. Wenn die zwei dann Ja gesagt haben, boah, dann gehen sie hier raus. Dann gehen sie hier raus. Hier warten die Leute. Hier im Rosengarten. Hier wird gratuliert. Hier werden die Paare dann auch noch ein schönes Sektempfang machen. Viele machen das. Das heißt, du machst wirklich alle Traumprojekte? Das ist aber Urlaub. Ja, ich habe das Zeit. Wir lustwandeln durch den Rosengarten zu einer anderen begehrten Heiratslocation. Einer absolut winzigen. Sieht ja jetzt echt hier hübsch aus. Ja, das ist unser Salzbüchsle. Mhm. Woher der Name genau kommt, weiß keiner. Oh. Das wird ja immer romantischer. Ja, nette, das ist unser Salzbüchsle. Und zwar hier finden Trauungen statt. Bis zu 8 Personen passen rein, wenn das Brautpaar da ist, wenn die Trauzeugen da sind, vielleicht ein oder andere Elternteil noch. Aber du sagst es selber, hier ist ganz, ganz, ganz romantisch. Gibt es so Hochzeiten, an die du dich wirklich noch erinnerst, weil sie so skurril waren oder verrückt? Ja, sicher gibt es das. Eine Trauung werde ich nie vergessen, und zwar eine Rockertrauung. Er, Präsident von The Outlaws. Es waren mindestens 200 Rocker da, aber 150 Polizisten auch, die aufgepasst haben. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn die Rocker in ihren Kluften kommen, der Standesbeamte im Anzug dasteht, das kommt gar nicht. Dann habe ich gedacht, nee, ich habe mich umgezogen, Jeans, dunkles T-Shirt.
Und das war eigentlich das i-Tüpfel drauf. Das war eine ganz, ganz geile Trauung. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. Ja, die Hochzeitsgesellschaft stößt schon an aufs junge Glück. Wie sieht's mit dir aus? Trinkst du ab und zu mal ein Gläschen mit? Nein. Das schaffe ich nicht. Also ich habe einen Schluck Alkohol während den Trauungen. Das geht nicht. Nachher? Ja, selbstverständlich. Wenn ich heute Abend heimkomme. 2-3 Bier auf jeden Fall. Aber es ist ein Traumjob, oder? Dieser Spot hier und dann jeden Tag Menschen glücklich machen? Es ist ein netter, wirklich ein Traumjob, ja. Mhm. Ja, ich genieße es. So, hallo. Sie hat ja gesagt. Ja. Schön, der Ring. Mensch, ab jetzt Ehefrau. Ich wünsche euch alles Glück der Welt für euch beide. Dankeschön. Tschüss. Ganz besonderer Laden. Hier darf man nur gucken und staunen, kann aber nichts kaufen. Das alles eine reine Liebhaberei des Besitzers. Der liebt alte Autos und Motorräder und ist ein passionierter Sammler. Es sieht alles ein bisschen aus wie bei Papis Werkstatt, Roland. Ist das auch so ein bisschen die Idee dahinter? Das ist auch die Idee. Das ist sozusagen mein Werkstattwohnzimmer. In dem Fall unten ebenerdig, weil Keller haben wir nicht. Hab dann auch den Vorteil, dass ich mein Arbeitswohnzimmer oder Werkstatt dann öffentlich machen kann durch die offenen Schaufenster. So kann mich jeder besuchen und reinschauen, was ich hier mache. Sag mal, das hier sind, glaube ich, Zündkerzen, stimmt's? Zündkerzen. Die sammelst du alle? Die sammle ich. Also so wie manche vielleicht Briefmarken sammeln, so sammle ich Zündkerzen. Wie alt ist die älteste? Gut über 100 Jahre alt. Der Laden erinnert auch an den Autohersteller Steiger aus dem nahegelegenen Burgrieden, den es aber schon lange nicht mehr gibt. Dieses Automobil aus dem Hause Steiger stammt von 1925 und gehört Oldtimer-Fan Michael Schick, der lange Jagd auf diesen verlorenen Schatz gemacht hat. Was für ein Megateil! Wo hast du dieses Prachtstück von Auto entdeckt? Das Fahrzeug, den Steiger, habe ich also vor 30 Jahren entdeckt, bei einem Oldtimer-Sammler. Und ich konnte das Fahrzeug zum Glück letztes Jahr von ihm erworben. Der wurde hier in der Nähe, in Burgrieden bei Laupheim, wurde der hergestellt. War damals bloß eine kleine Landgemeinde, aber die haben Autos gebaut. Wie viele von denen wurden hergestellt? Also es wurden 1200 Stück hergestellt. Das können wir also aufgrund von den Fahrgestellnummern so nachvollziehen. Aber beispielsweise hat man mit der Seriennummer 500 begonnen, um die ersten Kunden so ein bisschen zu blinden und nicht zu sagen, das ist das dritte Auto, wo wir herstellen. Also man hat mit der Seriennummer 500 begonnen, beispielsweise. Clever. Ja. Dieses Modell jetzt, gibt es das jetzt wie oft noch? Das ist das letzte Fahrzeug. Also das ist der letzte Steiger, original erhaltene Steiger, wie wir hier also vor uns haben. Und es fährt noch? Thank you.
mit diesem Steigerfahrzeug, Spitzname schwäbischer Bugatti, durch die Landschaft zu tuckern. Um Laupheim herum gibt es viele Möglichkeiten, durchzuatmen und sich zu erholen. Der Freizeitbereich Ristal bietet für jeden etwas. Hier bin ich verabredet mit einem Mann, der einen ungewöhnlichen Sport betreibt und der am liebsten hier trainiert. Moritz Hamburger liebt Slackline. Er ist ein Meister dieser Sportart und überall auf der Welt mit seinem Band oder Seil unterwegs. Oh, super! Aber wenn ich schon allein zugucke, wird mir ganz schwindelig. Im optimales Terrain für dich hier zum Trainieren, oder? Das ist mega hier. Hier gibt es so viele Bäume. Man kann in jeder Länge die Slackline aufbauen. Und das ist natürlich top mit dem See nebendran im Sommer als Abkühlung. Also besser könnte es nicht sein. Und überhaupt Laupheim, ist es ein Paradies für Sportfans wie dich? Ja, voll. Also in Laupheim kann man wirklich alles machen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Sport zu machen, sowohl draußen als auch drinnen. Wir haben sogar eine Möglichkeit, drinnen zu slacklinen. Das ist in Deutschland sehr selten. Von dem her haben wir wirklich die besten Voraussetzungen für Sportler. Erklär mir mal kurz, was ist überhaupt Slackline? An sich ist die Slackline nur ein Kunstfaserband, das zwischen 25 und 50 mm breit ist. Und es wird dann mehr oder weniger zwischen zwei Ankerpunkte gespannt. Und dann balanciert man da drauf. Wie schwierig ist es? Wie oft hast du dir mal so richtig böse wehgetan? Ja, so richtig böse wehgetan habe ich mir leider auch schon. Ich habe mir mal die Kniescheibe gebrochen. Ich würde mal sagen, für einen Einsteiger, der jetzt nicht gleich versucht, hier einen Flip auf der Slackline zu machen, ist es nicht so schwierig und auch vor allem die Verletzungsgefahr ist nicht so hoch. Kann jeder slacken? Absolut, magst du mal probieren. Jeder, der laufen kann, kann auch slacken. Laufen kann ich, also gut. Dann probieren wir es. Und jetzt drückst du dich einfach mal hoch. Das tut ja gar nicht mehr auf zu wackeln. Ein bisschen in die Knie gehen. Warum wackelt denn das Ding? Und lass den einfach so hängen. Das wackelt ja unglaublich. Das ist aber am Anfang ganz normal. Dein Kopf ist jetzt praktisch nicht schnell genug, deine Füße direkt zu steuern. Also da kommt irgendwas, was unten wackelt, aber dein Kopf kann so schnell gar nicht reagieren. Oh, Wahnsinn! Ist mir jetzt erstmal bewusst, was das heißt, im Prinzip da drauf zu stehen. Und am besten gleich immer auf einem Bein stehen bleiben, weil du brauchst die drei Punkte zum Ausgleichen. Dein Wo war nochmal? Der eine Punkt ist der Fuß. Ja, ein Fuß, der ist der schwer. Wackelt. Und dann deine Arme. Ach so. Da hast du zwei davon. Ja. Okay. Ja, jetzt sieht schon besser aus. Versuch mich mal loszulassen. Nein. Ein weiterer Trainingshotspot von Moritz. Der Mobi-Park ist das hier. Das ist sowas wie ein Vergnügungsort von Laupheim, oder wie? Ja, das ist eine richtige Bereicherung für Laupheim. Das gibt es noch nicht so lange. Das ist jetzt der dritte Sommer. Und hier gibt es vom Kletterpark über den Slackline-Park die Möglichkeit, Stand-Up-Paddles zu leihen. Gibt es hier wirklich alles. Und da kannst du dich im Sommer komplett austoben und Spaß haben. Dann los geht's. Geht klar. Auf dem Hochseilgarten geht es zur Highline. Die Königsdisziplin für Slackliner. Slackline-Star Moritz Hamburger wird man mit Sicherheit noch hören. Der hat's wirklich drauf. Jetzt mal ein paar Runden gemütlich und entspannt mit dem Rad fahren. So richtig klassisch die Gegend erkunden.
Ein Paradies für Radfahrer. Sportlich, sportlich, dieser Herr neben mir. Sein Hobby, Radfahren. Sein Beruf, Koch. Auf geht's zu seinem Restaurant. Peter Ebbinghaus sorgt hier in der Umgebung von Laupheim, genauer in Burgrieden, für kulinarische Genüsse. Absolut sternewürdig. Austernpilz mit Thymian in Olivenöl gebraten, Lammleber, Osterberger Lamm, Kräutersoße, Gemüse, Filet vom heimischen Weiderind, Kartoffelgratin. Alles so lecker, ich kann mich gar nicht entscheiden. Herr Ebbinghaus, wann gibt's den ersten Stern? Schauen wir mal. Ist Ihnen gar nicht so wichtig, ne? Mittlerweile nicht mehr, nein. Was ist Ihnen wichtig? Dass meine Gäste zufrieden sind. Ich habe den Eindruck, vor allen Dingen regionale Küche liegt ihm an Herzen, oder? Absolut. Regional war immer schon. Eigentlich ist es logisch für einen Koch, regional zu kochen. Es wird gerade so ein großer Hype drum gemacht, regional, regional. Aber das Gemüse, das es vor Ort gibt, was vor Ort wächst, ist immer das Beste. Für mich war es immer logisch, so zu kochen. Wir kaufen nichts fertig ein. Also das bedarf viel Arbeit im Vorfeld und so, aber ich denke, die Gäste werden am Abend Ergebnis werden sie dann noch schmecken. So Gesundheit, ist es für Sie auch was oder nur der Geschmack? Ist ja auch so ein Trend gerade, alles redet von Ernährung und so. Aber wie Sie, ja, natürlich, also wenn man frisch kocht, wenn man mit Ideen kocht, dann kocht man meiner Meinung nach automatisch gesund. Also ich halte nichts von Chiasamen etc. Das sind oder womöglich so Begriffe wie Superfood. Das ist heiße Luft. Das Superfood. Was ist Superfood? Wissen Sie, das beste Superfood, das ist Linsen mit Spätzle. Ja, das haben die schon vor Jahrhunderten hier auf der Alp gehabt. Und warum haben sie es gegessen? Wenn es schlecht gewesen wäre, hätten die das nicht jahrhundertelang gegessen. Das ist das perfekte Essen. Ja, heute weiß man das, man kann das untersuchen und weiß ganz genau, Mensch, das ist in seiner Zusammensetzung perfekt für den menschlichen Körper. Also hat man automatisch immer gesund gekocht. Also wenn man gut kochen kann, kocht man automatisch gesund. Und dann wird es auf dem Papier angebraten. Ach, deswegen das Papier. Ich wundere mich schon, warum das auf dem Papier geschnitten wird. Genau. Auch Kochkurse bietet Peter Ebbinghaus an. Wichtiger Tipp von ihm, die Portion immer ähnlich groß machen. Gäste reagieren schon, wenn da ein Knödel deutlich größer wäre wie der andere. Und schielen, der und hat schielen dann dahin und dann kommt meistens die Frage, hast du Beziehungen zum Chef? Rosmarin, ist halt meine Liebe zu Spanien. Dass sie da auch so, dass sie das fürs Dessert nehmen. Ja, das muss man allerdings ein paar Mal haben. Was der Chef hier vorbereitet, ein Adlerfischfilet. Ganz viel Gefühl und Liebe, oder? Immer. Liebe gehört dazu. Fast fertig. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Sieht doch schon mal ganz toll aus. Die schärfste Kritikerin von Ihnen, Herr Ebbinghaus, Ihre Frau. Ihre Frau. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja. Sucht sich am Fisch. Ob wir gut waren. Also, es sieht schon mal ganz toll aus. Perfekt. Lecker. Ganz toll. Vielen Dank. Kann man da nur sagen. Ja, ne? Ja, ganz klar. Dann wird es den Gästen auch schmecken. Mensch, danke. Auf glückliche Zeiten. Nicht nur kulinarisch, auch kulturell hat Laupheim einen Stern verdient. Ein echtes Highlight, die Villa Roth in Burgrieden, 5 Kilometer entfernt. 1912 von Raimund von Fugger erbaut. Später lebte das Ehepaar Hoeneß in dem Prachtbau und machte ihn nach dem Krieg für viele Jahre zum begehrten Treffpunkt von Künstlern und Musikern. Viele kamen hierher, um die wundervolle Atmosphäre
im stillen Tal der Rot zu genießen. In den ehemaligen Wohnräumen des Ehepaars werden heute Kunstwerke ausgestellt. Seit 1992 ist die Villa Roth ein aufregendes Museum, getragen von einer Stiftung. Dann die Männer unter sich. Normal ist das ja nicht, dass man im Museum einfach aufsteht, sich ein Bier holt und über irgendwelche Themen anfängt zu diskutieren. Wir sind ja quasi Teil eines Kunstwerks. Genau, das gehört zu diesem Kunstwerk dazu, eine soziale Skulptur. Der Künstler stellt uns Bier zur Verfügung, kostenlos, unter der Bedingung, dass wir uns hier hinsetzen und diskutieren über die Themen. Und das funktioniert? Also, dass wirklich die Zuschauer bzw. Besucher herkommen und diskutieren über, was sagen sie zum deutschen Schulsystem oder Prostitution an den Prangerstellen verbieten oder tolerieren? Funktioniert super. Ich habe irgendwann noch so ein Heftchen hingelegt, weil ich dachte, vielleicht will man was visualisieren und es füllt sich. Also die Leute diskutieren mit Wildfremden, schreiben hier ihre Gedanken auf. Manchmal ist es etwas humorvoll, so Frauenquote im Bergbau, auf dem Schlachthof und im Straßenbau fördern, aber tatsächlich reagieren die hier auch aufeinander. Es ist ganz toll, dass sie, dass dann gerade dieses Thema Prostitution, da schreibt dann jemand was, jemand anderes reagiert und da findet ein irrer Austausch statt. Also tatsächlich diskutieren Teil der Kunst werden. Wie kommst du auf solche Ideen und solche Trends? Also hier in der Villa Roth. Wir versuchen hier ein sehr offenes Haus zu sein, mit ganz unterschiedlichen Medien, mit internationaler zeitgenössischer Kunst. Und manchmal begegnet einem was und man denkt, ja, das passt genau hier ins Haus, das ist super. Also ihr habt auch in der Region dann schon einen Namen, kann man das sagen? Ich würde sagen, es ist ein Leuchtturm, ja. Also ich merke, dass auch Menschen in München und Berlin wissen, was die Villa Roth ist. Also sie ist sehr weit über die Grenzen hinaus bekannt. Vorstellen, dass Leute nur hierher kommen wegen diesem zauberhaften Anwesen, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein Ort, wo man die Ruhe genießt, die Natur. Ist ein ganz schöner Ort und einfach eine gute Zeit zu haben. Hast du mal noch einen Eindruck, dass so der Geist der beiden, also dieses Ehepaars Hoeneß, manchmal hier noch spürbar ist? Der ist auf jeden Fall spürbar. Also man merkt noch, dass hier jemand gelebt hat. Und uns ist auch wichtig, dass wir diesen Geist aufrechterhalten, dass es wirklich so ein Ort ist des gesellschaftlichen Zusammenkommens. Und man spürt sie schon auf jeden Fall. Wie lange haben die eigentlich hier gelebt? Die haben von den 30er Jahren an bis zu ihrem Tod Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre hier gelebt. Also wirklich viele Jahrzehnte. Und ich kann mir vorstellen, die beiden hatten eine glückliche Zeit hier, oder? Ja, davon gehe ich aus. An dem Ort auf jeden Fall. Kunst, Kulinarik, ein Kinopionier. Laupheim und seine Sterne ist echt eine Reise wert. Und irgendwie auch ein magischer Ort. Schön hier. Finde ich auch.